Nietzsche unterscheidet drei Typen nihilistischen Denkens. Den Typus des nihilistisch Verzweifelten. Hierzu sieht er beispielsweise Schopenhauer mit seiner Hinwendung zum asketischen Buddhismus als einen typischen Repräsentanten. Ferner den Nihilismus aufgrund von einer moralischen Desorientierung. Hier sieht er den streng gläubigen, aber nicht wirklich selbstbewussten, sich seiner selbstbewussten Christen, nämlich den fremdbestimmten Gläubigen, als typischen Repräsentant, denjenigen, der nicht an seine eigenen inneren Bedürfnisse glaubt, sondern der die abstraktesten Ideale für das einzig Wahre hält. Zuletzt gibt es einen dritten Typus nihilistischen Denkens, und dieser Typus ist mehr oder weniger Nietzsches eigene Erfindung. Er beschreibt diesen dritten Typus des nihilistischen Denkens als den letzten Menschen. Der letzte Mensch ist derjenige, für den die höchsten Werte gescheitert sind, für den sie nicht existent sind und der über eine anomische, nämlich gesetzlose Enttäuschung über Sinnstrukturen hinaus sogar den Grund jeglichen Sinnes selbst zerstört hat. In Also sprach Zarathustra beschreibt Nietzsche, wie der letzte Mensch Gott getötet hat. Mit Gott die Möglichkeit aller sinnhaften Vorgänge, sowohl im Kosmos als auch im Mikrokosmos Mensch und im Kollektiv Gesellschaft. Nietzsche schreibt in Also sprach Zarathustra, wir haben Gott getötet. Wir müssen selbst zu Göttern werden, um dieser Tat würdig zu sein. Was meint er damit? Was Nietzsche in seinem Zarathustra feiert, ist die Geburt des letzten Menschen, die nach dem Tod Gottes einsetzt. Gott und Mensch als ontologische Gegenspieler, die nicht zeitgleich auf der Weltbühne sein können. Das ist das Hintergrundszenario dieses historisch-ahistorischen Showdowns. Denn es gibt keine Geschichte. In dem Moment, in dem der Mensch Gott tötet als seinen eigenen Sinngrund, hört die Zeitlichkeit auf. Es existiert der bloße Moment. Es ist die Nichtzeit des Souveräns. Des Souveräns, der nur aus sich selbst heraus lebt, bestrebt ist und alle seine Handlungen aus sich scheinbar legitimiert, doch zur Legitimation besteht gar keine Notwendigkeit mehr. Denn gegenüber wem sollte der letzte Mensch sich rechtfertigen? Gegenüber dem Mitmenschen, der vielleicht gar kein Mitmensch ist, da das Mitmenschliche als gemeinsam tragender Funke in menschlichen Kollektiven und Vergesellschaftungen zuletzt ein nicht mehr diesseitiger, sondern metaphysischer Gedanke ist. Der letzte Mensch ist ultimativ vereinsamt. Er ist die Apotheose der existenziell-nihilistischen philosophischen Denkweise. Existenzieller Nihilismus, die Absage an jedes Warum im Leben, die Verleugnung eines Sinngrundes, ist die dynamische Folge der Ermordung Gottes, die Nietzsche in seinem prophetischen Zarathustra beschreibt. Ist der letzte Mensch glücklich nach dieser titanischen Tat? So kann man fragen, gibt es ein Glück für den letzten Menschen? Nietzsche sagt nein. Der letzte Mensch ist nicht etwa der größte Mensch. Er ist der mittelmäßigste. Er ist ein kleiner, angepasster, konformistischer Mensch. Nicht mehr konformistisch gegenüber einem proteushaften Staat und seinen Normen. Nicht mehr untertänig gegenüber einer Glaubensgemeinschaft. Er ist konformistisch und klein, weil er in allem, was er tut und fühlt, genau wie andere Überlebende dieser zeitlos-zeitlichen Katastrophe sein will und nicht anders sein kann. Die Ermordung Gottes ist für Nietzsche ein Tor in eine Welt, in der es keine menschliche Größe mehr gibt, in der der Mensch sich nicht mehr unterscheiden kann von anderen und nicht mehr
hochentwickelt, ja dem sogar der Ansporn dazu fehlt, der keine Motivation mehr hat. Der letzte Mensch ist ein langweiliger Zeitgenosse in diesem Kontinuum der Mittelmäßigkeit, das in Raum und Zeit eine bloße Verschwendung darstellt. Der letzte Mensch, der Mensch, für den es leere Freuden gibt, aber kein tiefgetöntes Glück. Dieser Ausdruck des existenziellen Nihilismus, der alle anderen Formen von Nihilismus in sich birgt, den kosmologischen Nihilismus, den moralischen Nihilismus, den epistemologischen Nihilismus, er ist kein Denker, er ist kein Edler, er ist kein Forscher und er ist kein Glücklicher. Der letzte Mensch, der den Nihilismus als vollkommene Absage, ja als Ermordung an die höchsten Werte lebt und verkörpert, der alle vier Arten des Nihilismus, epistemologisch, moralisch, kosmologisch und existenziell in sich trägt, er ist eine bloße Hülle. Er ist des Mordes an Gott noch gar nicht würdig. Er müsste selbst zu einem Gott werden, um würdig zu sein. Doch kann er zu einem Gott werden unter diesen selbstgeschaffenen Bedingungen? Das ist die Frage, die Nietzsche offen lässt. Eine Frage, die Denker heute mit Unruhe erfüllt und sie noch immer umtreibt.